Weißt du? Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Risen 2 Dark Waters. Ja, mal ein bisschen ungewohnt. Ich nehme, wie gesagt, am Stück auf, aber ich habe eben eine Verabschiedung gemacht beim letzten Part und jetzt mache ich eine Begrüßung, weil das sonst ein bisschen komisch ist. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das immer mache nach 30 Minuten oder sowas. Aber gut, wir wollen heute mit den Häuptlingen sprechen, mit Datu. Und wollen wissen, was unsere Auftragen sind, weil wir sind ja jetzt sozusagen der Kämpfer von dem einen. Wir müssen auch noch eine Chilischote holen. Ich habe nur vergessen, wo die ist. Das ist vielleicht 5 Sekunden her, aber naja. So. Ich bin Salus Halmak. Gib mir die Aufgaben für meinen Krieger. So sei es. Dann höre genau zu. Die erste Aufgabe ist die Prüfung der Schnelligkeit. Der schwarze Jäger ist in unser Land zurückgekehrt. Sag deinem Herrn, er soll ihn finden, ihn erlegen und seine Tatze erbeuten. Der Krieger, der den schwarzen Jäger als erster findet und bezwingt, sei der Sieger dieser Prüfung. Alles klar. Salu wird seine Tatze bald in den Händen halten. Ich will jetzt ja nichts sagen, ne? Aber... Also, wie gesagt, ne? Ich will ja nichts sagen, aber... ich hab davon schon eine. Ja gut, ne? Salo, mein Kumpel. Au. Oh, dazu kann ich wieder nicht aufs Haus springen. Das ist gut. Kumpel! Denkt an meine Worte! Ich! Ich hab mit Chakadatu gesprochen. Deine erste Aufgabe ist ein Wettlauf gegen Hakike. Wer als erster die Tatze des schwarzen Jägers erbeutet, hat gewonnen. Dann lass uns die Jagd schnell beginnen. Ich weiß, wo der schwarze Jäger seine Jagdgründe hat. Rüste dich für den Kampf. Hakike ist schon unterwegs. Los geht's. Ich bin bereit. Dann schnell. Folge mir. Denkt an meine Worte. Ich Aber habe es gesehen. Ich hab doch eine Tatze. Du kannst auch die Freunde nehmen. Was ich zu sagen habe. Wir brauchen den jetzt nicht nochmal jagen. Vielleicht ist er auch gar nicht da. Eigentlich muss ich ja echt mit dem Schwert kämpfen, weil der andere ja so für diese Donnerwaffen ist, ne? Und deswegen... Oh, da vorne ist ein Tempel, da muss ich glaube auch noch rein. Bis hierher ist es einfach. Doch jetzt kommt der Dschungel. Ich hoffe, dass Hakike den schwarzen Jäger nicht schon gefunden hat. Dann beeilen wir uns besser. Ja. Komm mit. Maidor, du bist ja stehen geblieben, Mann. Also, ich bin noch nicht stehen geblieben, weil ich habe jetzt noch keine Dings hier gefunden. Keine Blumen, wofür ich stehen bleiben muss. So. Da lang? Okay. Okay, gut. Da war ein Schuss in den Ofen, was denn das wollte. Er ging erstmal hart daneben. So. Zack. Und weiter. Wohin? Kumpelblase, führe mich. Oh, dann Pilz konnte ich ihn mitnehmen. Nee. Wir gehen. Ja, machen wir. Du musst aber vorgehen, Kollege. Du musst vorgehen. Nur, dass der andere Typ. Oder irgendwelche anderen Leute. Kann natürlich auch sein. Ich habe ein Blümchen. Folge mir. Komm mal. Alles gut. Muss nur gerade nebenbei die Blümchen mitsammeln, Kollege. So, erstmal hier die Feuervögel. Das ist ja gar kein Problem hier für mich. Ich bin ja der König der Eselstrecken, Recken. Oder sowas. Stirb, Feuervogel. Zack. Wohin? Rechts, links, geradeaus? Okay, hier lang. Okidoki. Oh, du willst mir reden. Die Höhle des schwarzen Jägers. Woher weißt du das eigentlich? Ich habe ihn in unser Land kommen sehen. Er kam über die Berge. Er ist sehr scheu und versteckt sich meistens in dieser Höhle. Okay, und was nun? Du gehst hinein und lockst ihn heraus. Moment mal, warum ich? In Ordnung. In Ordnung. Und was tust du? Ich warte hier. Wenn du den schwarzen Jäger anlockst, dann kämpfen wir zusammen. Alles klar. Bis gleich dann. Wollen wir dich alleine umbringen?
Krieg ich dann einen extra Bonus oder so? Bist du der schwarze Jäger oder was? Das ist ja doch nicht, oder? Das ist doch nur... Also, schwarzer Jäger würde ich jetzt den Panther darunter verstehen. Wow. Super dunkel hier. Huch. Wow, jetzt hast du mich verwirrt. Das weiß ich nicht, wo lang. Da lang. Das ist halt nicht so einfach, weil Chani den alleine umbringen will. Deswegen bringen wir ihn einfach um. Ja komm, ne, was soll's. Was soll's, Chani tankt und ich auch in den... Oh, Chani. So. Bam, Junge. Gut, Junge. Oh, daneben. Im Nahkampf jetzt mit dem schwarzen Jäger. Oh, alleine erledigt. Fertig. Und wir sonst noch irgendwas? Oh, Erz. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht, ne? Kriegen wir ein bisschen Gold dadurch, dass wir den schwarzen Jäger ausgeschaltet haben. Aber sonst ist hier nichts, ne? Immer ein bisschen schade, dass die verschossenen Truhen, genau, dass da immer so wenig ist. Huch. Ich wollte den anziehen. Tada! Wow, ihr seht gar nichts, ne? Boom. Okay, die drei, dann der. Dann wird der das sein, oder? Noch ein. Noch ein. Und der letzte. Nein! Zack, zack. Und einmal dadurch und da. Komm, der kommt. Passt komplett rein, der Dietrich. Dann kann man da. Ich zeige mir Finger drauf. Das bringt natürlich auch nicht. Alt. Lederöl. Boah, ich will echt die Tränke lernen. Ich hoffe, ich kann auch so Premium-Tränke, so permanente Tränke machen. Wäre natürlich auch super geil, wenn ich die machen könnte. Das wäre echt super nice. Kumpel. Ich hab da übrigens ein Problem. Ich kann ihn nicht mehr rauslocken. Ist das okay? Du? Ja. Der schwarze Jäger ist erledigt. Das ist gut. Nun brauchen wir seine Tatze. Hier ist die Tatze des schwarzen Jägers. Ah, du bist ein guter Hallmark. Hoshi der Shaganumbi. Ja, danke. Geh nun zu Shakadatu und bring uns die nächste Aufgabe. Was denn, keine Verschnaufpause? Keine Zeit. Hakeke muss besiegt werden. Okay. Ich habe hier noch was zu erledigen. Na gut. Aber beeil dich bitte. Hakeke wird nicht schlafen. Bis später. Später. Ich habe keinen Bock, mit dir zurück ins Dorf zu gehen, weil ich bin eh schneller. Ich kann mich da hinporten, dann ging das zu ihm. Und ja, ich wollte mal gerne wissen, was die Typen hier vorne machen. Die hier irgendwo waren. Waren das mal Blumen, oder? Waren das nur Pilze? Uah. Ah, das sieht doch noch aus wie Pilze, ne? Nichts Besonderes. Schade. Kann ich hier hoch? Komm schon. Nee, schade. Schade. Ja gut, ich wollte noch einmal kurz nach den Typen fragen, was die da machen. Ich brauche noch die Chili-Shouty des Todes, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn man das im falsch zubereitet, dann tötet es halt einfach. Ist halt Berufsrisiko, ne? Also wenn du mal was isst, kann halt sein, dass dich tötet. Hi. Hudan. Hudan. Zack. So, und hier ist wahrscheinlich die Dame, die ich mit der ich reden muss, die Pflanzen und sowas, ne? Darf ich das einfach aufmachen? Feuerschote. Oh, sie meiner Schau. Da habe ich eine Feuerschote gefunden. Easy. Zack. Takapo Gucho, pass auf, wo du hintrittst. Was?
Die meisten Pflanzen, auf denen du herumläufst, sind essbar. Hm. Hast du denn keine Angst, so alleine hier draußen? No. Und was ist mit den Piraten oder wilden Tieren? Ich habe schon als Kind im Dschungel Pflanzen gesammelt. Die Tivas werden mich schützen. Ganz schön mutig. Wir brauchen das die Pflanzen doch. Und ich lasse mich nicht einsperren. Verstehe. Was sammelst du denn so den ganzen Tag? Pflanzensamen und Hülsenfrüchte, die wir zermahlen. Manchmal suche ich auch besondere Pflanzen und Kräuter für Jamila. Sie kennt die alten Rezepte unserer Vorfahren. Ich bin ihre Jamila, ihre Hilfe. Okay. Ich habe mit Jamila gesprochen. Und was sagt sie? Ich soll jetzt die Feuerschoten für sie sammeln. Gut, eine habe ich gefunden. Hier, nimm sie. Weißt du, wo noch mehr Feuerschoten sind? Sieh dich mal hier in der Nähe um. Es wachsen oft Feuerschoten auf diesem Plateau. Ich bin mir sicher, du bekommst viel das zusammen. Das Hühnchen da hinten tot. Alles klar. So, jetzt haben wir sozusagen zwei, ne? Haben wir hier, doch, guck mal. Zack, drei und zack, vier, fertig. Das war ja easy. So, jetzt haben wir irgendwo die Guys, oder? Au. Aua. Geh deines Weges, Pirat. Was esst ihr Krieger eigentlich, um so stark zu werden? Das könnte ich dir sagen, aber ich glaube nicht, dass du das mögen würdest. Wahrscheinlich nicht. Ich habe gar nicht drauf gesehen, dass ich den jetzt Geld klaue. Ich dachte, ich kann ja wirklich irgendwas fragen. So, die Feuerschoten haben wir. Dann, was hatten wir noch? Guck mal, hier haben wir einen Tempel. Da können wir auch nochmal reingehen, weil da könnten wir dann eventuell Dings drin finden. Ja, es ist so eine Krone oder so, die wir da auch noch weg zurückbringen müssen. Ist das ein Tempel? Das ist eher eine Ruine, würde ich sagen, oder? Schade. Ist das wieder ein Affe? Den hauen wir den mal eben um. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Weil die Affen jetzt ja nicht so übermächtig stark sind. Oh, da wird wieder geil. Vielen Dank. Vielen Dank, Charney. Also, Charney ist echt eine gute Begleiterin, weil die halt oft so, weil die immer einen heilt. Und da sage ich auf jeden Fall nicht nein zu, ne? Da sage ich echt nicht nein zu. So, ich würde gerne einfach noch ein bisschen umsehen. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, wo eventuell der nächste Speicherpunkt wäre. Und der wäre schön zu wissen, weil wir dann... Komm, tritt den jetzt weg, Alter. So, na also. Bam, Junge. In your face, Junge. Zack. Aber ich hätte gerne mal wieder ein... das ist wieder so ein Premium, ne? So eine Pflanze, die permanent ist, oder? Machen wir auch wieder was. Oh, noch meine Kiste. Alter, das ist ja auch ziemlich nice aus. Alter, brauchen wir noch 90 für, oder? Warum hat die so ein kleines Schloss nur? Wir sind hier, ne? Dann wird da vielleicht, wir müssen da, glaube ich, weiter, oder? Ne, hier lang? Das ist die Höhle, wo wir gerade eben drin waren, oder? Ich weiß nicht. Wir gucken mal, ob wir da hinkommen. Da oben ist nämlich Feuer und sowas. Ja, da oben. Da will ich hin. Weil ich glaube, da könnte eventuell ein Portpunkt sein. Mit ganz viel Glück und Verstand. Hier sind wir richtig, ne? Genau. Oh, ist da einfach einer. Hallo. Nicht bewegen, Gucho. Ka, Taopi. Takapo Kabuki. Bleib locker, ich bin keiner von Garcias Piraten. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Ich will dich nicht töten, aber ich werde es tun, wenn es sein muss. Ich mach dir schon keinen Ärger. Was machst du eigentlich hier? Piraten plündern unsere Gräber. Es sind zu viele für einen Racker. Einen Kampf. Aber ich behalte sie im Auge. Na gut. Was plündern die Piraten aus den Gräbern? Alles, was aus Gold ist oder glänzt. Zum Glück lassen sie ihre Beute oft alleine. Ich konnte ihnen einiges heimlich wieder wegnehmen. Ah ja, interessant. Boah, 400 Gold, Alter. Ich guck mir das mit den Piraten mal an. Capo Ono Bambule. Was? Pass auf, dass du keinen Ärger machst. Ich mach das schon. Deine Frau Dara schickt mich.
Sie will, dass du nach Hause kommst. Solange die Plünderer hier sind, werde ich nicht gehen. Okay. Kannst du mir was beibringen? Ohno, Gojo. Nicht solange unsere Gräber geschändet werden. Gut. Das heißt, wir müssen hier hoch und uns um die Gräber kümmern. Ah, bis jetzt haben wir auch noch keinen Safe Point. Ich schneide dich in Streifen. Grabräuber und Piraten. So. Ich krieg dich noch. Zack. Aufschlitzen hier. Alter, darf ich hier mal bitte raus? Danke. Ich kann vielleicht warten, bis meine Pistole fertig wird, aber scheinbar ist das nicht so ganz der Fall. Oh. Aua. K, schlag zu. Au. Oh, das hätte echt böse jetzt enden können, ne? Bin runtergefallen, Mann, da kann ich auch nichts für. Mann. Ist aber schön, dass er mir hilft gerade. Also, hohe Codierungsauffassung. Nein, nicht in einem Kampf. Ja, leck mich ich leck das bei euch. Das ist super ätzend gerade. So. Wenn ich nur einen alleine habe, dann geht das ja, ne? Aber mit mehreren auf einmal ist das halt super ätzend. So, ich werde auch Tränke und alles reinhauen, weil ich will einfach nie wieder sterben, beziehungsweise... Ja, komm, jetzt darf ich dich auch mal hauen. Danke. Zack. Da unten ist der letzte oder so, ne? Oder hast du den oben umgebracht, Charny? Habt ihr ihn umgebracht? Da. Boah, seid ihr denn völlig bekloppt? Ah, da. Okay, so, dann heißt, wir haben die Sachen. Aber ich würde. Ich würde trotzdem gerne noch einmal mich oben umsehen. So, dann kommen wir einmal hier braten alles. Zack. So. Und ich würde natürlich gerne. Oh, das ist eine 30er Kiste. Vielleicht war das andere auch eine 30er Kiste. Das kann natürlich auch sein. Nee, das war dann eine niedrigere Waffe. Von die drei gehe ich auf jeden Fall auf einmal. Das heißt, ich muss die drei und die fertig. Wow, das geht zu schnell manchmal, ne? Okay, das ist jetzt nicht so geile Ausbeute, aber ein bisschen was. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall hier erstmal rein, weil ich wahrscheinlich hier auch noch eine Krone oder so drin finde, die ich hier abgeben kann und sowas. Chi, ich warte. Okay. Ich will den eigentlich ungern im Nahkampf besiegen. Oh ja, der Ghoul. Bam, Junge. Uiuiui. Lass mich los, Alter. Na, also. Ja, schon viele Sachen, die wir mitnehmen können. Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass wir hier drin eine Vase finden, sag ich mal. Beziehungsweise das Ding finden, womit wir was wir halt machen müssen für den einen Typen. Hallo, wer bist du denn? Och du Scheiße. Okay. Wir kommen nicht wirklich weit weg. Ich hätte speichern müssen, bevor ich runterspringe. Ah, wir haben Autosave da rein. Okay. Zack. Hilfe. Okay. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ich glaube, er hat uns gesehen.
Okay. Kann der vielleicht von so einer Falle erledigt werden? Ja. Das bedeutet, wir müssen da wirklich durch. Oh, hi. Kann ich mit dem reden? Kann er da nicht durch, weil da eine Falle ist? Ich meine, ich hätte damit kein Problem. Ja, aber... Oh, er kann da doch durch. Hi. Aua. Wächter. Aua. Er macht zum Glück nicht so viel Damage. Oh, er macht nicht so viel Damage am Arsch! Der macht voll viel, Mann! Aber man kann ihn gut damagen. Oh ja. Hilfe. Aber eben hat er nicht so viel Damage auf einmal gemacht. Also, bam. Haut er mich voll weg, ey. Auf einmal haut er mich voll weg. Aber ich habe da eine Idee. Und zwar haben wir Premium Stuff hier, ne? Das hier. Bam. Nämlich permanente Sachen. Und das war's dann schon wieder, ne? Aber hey. Kann mal die Muscheln öffnen. Nichts zu holen. Nichts. So. Okay. Ausweichen. Aua. Aua, ich weiß nicht, wo ich bin, Mann. Ich weiß nicht, wo ich bin und wo ich hin will. Kann ich da vielleicht drauf springen? Nein. Okay, ich kann das irgendwie ausweichen, so halb. Muss dran denken, dass da hinten noch die Falle ist. Darf ich hier bitte irgendwie raus? Danke. Wow, wow, wow. Das ist unfair. Okay. Ist das nicht dieser eine Typ, dem wir da sogar, dem wir helfen sollen? Oh mein Gott. Eine Keule halten. Dann macht das Ding auf. Oh. Och nö, Mann. Nicht schon wieder so ein scheiß Viech hier. Komm, geh weg. Ich seh nix. Aua. Wegtreten. Bam, Junge. Protein hab rein. Mach was! Kick ihn doch weg! Was für harte Kämpfe hier, Alter. Ich wollte nur zu dem Grab gucken, Mann. Haben wir hier irgendwas? Ja gut, nehmen wir halt auch mit, ne? Weil wir sind eigentlich kein Grabräuber, aber hey, wir nehmen das einfach mal mit. Bevor die anderen das kriegen, nehmen wir das lieber mit, weil wir haben damit gute Absichten. Dann ist besser, wir haben das, als die anderen. Wisst ihr? Okay. Da ist eine Krone. Ah, jetzt haben wir eine weggebracht. Eine goldene Maske. Hi. Ich bin fertig hier. Ich bin dabei. Das finde ich ja gut, dass du dabei bist. Auf einmal. Hättest mir auch mal helfen können, ne, Madame?
Ich hab kein Fleisch zum Braten. Nee. Boah, hier liegt immer voll viel Stuff davor. Da habe ich nie drauf geachtet. Lag das bei jedem Lagerfeuer da immer was vor? Das wäre natürlich ein bisschen blöd für mich, ne? Weil ich habe schon ein paar Lagerfeuer, war ich ja schon bei ein paar und ja. So, jetzt gehen wir erstmal hier zu Tante Eda. Tante Kreta. Hier, wie heißt er? Nach zur Kokosnuss und sagen, hey, du kannst wieder nach Hause. Du kannst wieder nach Hause gehen. Die Plünderer sind tot. Du trägst die Kleider der Piraten. Aber du scheinst ein Hoshi der Marakai zu sein. Darum werde ich tun, was du sagst. Bleibe wachsam, damit auch du deine Feinde erkennst. Mach ich. Bam. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Chi. Nun, da die Piraten tot sind, kann ich dir zeigen, wie man den Speer benutzt. Zeig mir, wie man mit dem Speer kämpft. Chi, was willst du wissen? Es gibt sogar extra was für Speer. Kannst du mir helfen, meinen Wurf zu verbessern? Der Speer ist eine ehrenvolle Waffe für Krieger und Jäger. Du brauchst Kraft und Geschick. Ist das Ziel weit weg, musst du höher werfen. Steht es vor dir, zielst du niedrig. Ein Jäger übt sein Leben lang. Wenn er immer trifft, wird er zum Krieger. Na toll, jetzt habe ich einen Text. Dafür bin ich nicht gut genug. So. Ja gut. Danny, ab zum Dorf. Jetzt haben wir eigentlich so gut wie alles, ne? Jetzt gehen wir noch zur netten Dame. Hört, meine Freunde, geben dort, was ich zu sagen habe. Das ab, hoffen, dass wir uns Tränke brauchen können. Vielleicht können wir damit wirklich uns so permanent Tränke machen. Das wäre natürlich super geil. Die kann ich noch lernen, ne? Guckt gerade keiner. Dann nehme ich die doch mit. Zack. Und auf. Gib mir all that stuff. Okay, das hat keinen interessiert, das ist gut. Oh, da war noch ein Blümchen. So. Rudern mitnehmen. Rudern mitnehmen. Hallöchen. Jamila. Ja, ich habe 4 Feuerschoten für dich. Ich hoffe, du hast nicht versucht, sie zu essen. Nein, die brennen schon auf der Haut. Gut, warte, Gucho. Hier hast du deine Belohnung. Und du bist sicher, dass man das essen kann? Ono Palava, Kayala Gucho. Nicht quatschen, machen. Lieber nicht, nachher kann ich nicht mehr sprechen. So, vielleicht brauchen wir das ja sogar, weil das ist vielleicht irgendwie sowas für ein Ding, was wir machen müssen. Hier so ein, für eine Tätigkeit, also eins, ihr wisst, was ich meine, oder? Also vom Hauptling, von dem Ding. Entweder brauchen wir den selber, dass wir dann nicht reden, was heißt, wir dürfen nicht reden oder sowas, oder wir dürfen keinen Schmerz zeigen, dann wäre das wahrscheinlich optimal. Oder wir müssen den anderen, weil wir irgendwie Wissen oder sowas machen müssen, so, hey, Wissenstechnik, so Fragen werden gestellt oder sowas, können wir das dem anderen geben, dass der dann nicht reden kann. Kann ich mir gut vorstellen, dass eins von beiden das sein wird. Madame. Wenn es im Rachen brennt, ist es gut. Ich bin kein Alchemist. Ich würde gerne Alchemie lernen, aber ich dachte, du kannst mir das beibringen. Deswegen habe ich ja auch die Quest für dich gemacht. Dann gehe ich mal eben hier vorne zum Dorf. Weil eine ist ja eine Voodoo-Tusee. Vielleicht ist da noch ein Alchemist dabei oder so. Oder vielleicht kann die mir auch Alchemie beibringen. Hier sind die Idole deiner Familie. Sie sind es wirklich. Oh, Kavonga Samo Gucho. Vielen Dank. Du kannst dir eine Belohnung aussuchen. Ich habe einen Totenkopfring, der dich stärker macht. Oder einen Voodoo-Trank, der deinen Geist stärkt. Ich glaube, ich nehme den Totenkopfring. Ich will den Totenkopfring. Möge er dich schützen. Weil der ist, glaube ich, wesentlich geiler. Zeig mir als, die Geheimnisse der Alchemie. Welches Wissen suchst du? So gut bin ich auch nicht. Da brauchen wir Voodoo 4 und Ritual 1, ne? Wie weit sind wir denn?
Voodoo 4 und Ritual 1. Voodoo sind wir bei 3. Das können wir aber verbessern. So haben wir jetzt das und Ritual 1 haben wir locker. Das heißt, Madame. Zeig mir die Geheimnisse der Alchemie. Welches Wissen suchst du? Ich will noch mehr Voodoo-Rituale lernen. Ich werde dir noch weitere Rituale zeigen. Du solltest aber nicht vergessen, auch dein Voodoo zu verbessern. Ja, ja. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, dann wollen wir den Voodoo-Trank, den würde ich mir gerne einmal angucken. Hat die auch permanente Tränke? Nee, ne? Boah, Alter, das ist ja eine krasse Kette. Hat die Legendaries? Nee, ne? Die hat aber eine Schatzkarte. Jetzt können wir diese Dinger hier kaufen. Und die können wir dann machen, oder was? Ahnenstein. Ich würde aber gerne Tränke leeren. Klingentrank. Geistessenz. Haben wir eine Geistessenz da? Ne, das ist das hier. Und Klingentrank, haben wir den auch? Klingentrank, ich will ja gerne irgendwelche Sachen, die permanent sind, haben. Trank der Klinge, ne, das ist ja auch nur. Ach, Mann. Zepter der Angst. Schädel brauchen wir noch. Au. Könnten wir vielleicht, weiß nicht, können wir damit was anfangen oder so? Ich glaube, wir holen uns echt mal das Zepter der Macht. Leuchtkugel. Oh, Leuchtkugeln, die haben wir verkauft, ne? Oh, man. Du hast keine Leuchtkugeln zum Beispiel, ne? Also, guck mal, die hat Schädel. Das können die beiden eigentlich. Wir müssen aber erstmal was verkaufen dafür. So. Können davon eins verkaufen. Und davon nochmal zwei. Fackeln können wir auch schon wieder drei Stück verkaufen. Jetzt drei werden wir nie brauchen, weil ich die ja so gut wie nie benutze. Schmerzhüter. Das ist natürlich not bad. Können wir einfach loswerden. Deswegen will ich ja die Tränke, die Dinge eigentlich erstmal behalten, weil ich hoffe ja, ich kann irgendwie noch selber irgendwie Tränke bauen oder sowas in diesem Alchemie-Table-Dings da oben. Das ist so meine Hoffnung, aber ich weiß ja nicht, ob das wirklich so. Guck mal, ist hier sehr wertvoll. Aus Jade und sehr wertvoll. Die Schale ist auch sehr wertvoll. Guck mal, da können wir sogar was machen hier in die Seelenkristallkette. Die haben wir aber schon einmal, ne? Zöpfe, Rumpfhüll und Zucker. Ich weiß nicht, wo wir Zucker herbekommen. Aber gut, wir haben jetzt ein bisschen Geld. 500, wir können uns ja mal hier das, der Angst holen. Schädel und Smaragd. Ich habe gerade einen Smaragd verkauft, oder? Das heißt, die Scheißdinger brauche ich auch. Das heißt, es ist super scheiße, wenn ich die verkaufe. Da steht ja nichts dran mit Voodoo. Och, Mann. Die Schale kann ich bestimmt loswerden, aber. Okay. Okay. Ich hatte eine Vision. Dann, gehen wir noch einmal kurz zum Kessel. Gucken, ob wir da jetzt irgendwas machen können. Ich denke mal nicht, weil wir das Rezept wahrscheinlich dafür brauchen. Ja. Ich bin kein Alchemist. Nicht? Ich bin kein Alchemist. Nicht? Okay, gut. Das heißt, wir werden. Alter. Auch geil, ne? Wenn das so blendet. So, wir werden im nächsten Part dann mit Datu sprechen. Mit Datu sprechen, die zweite Aufgabe herausfinden. Heute haben wir echt viele Aufgaben gemacht und sowas, Missionen fertig gemacht. Werden wir die zweite Aufgabe herausfinden und natürlich machen. Und ja, da ich wieder zeitlich da auf die Uhr geguckt habe, kann ich mir natürlich wieder gerne eine Verabschiedung machen. Ich würde einfach sagen, ich bedanke mich recht fürs Zuschauen, falls der Part heute gefallen hat. Also ich fand ihn super geil. Würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ne, könnt ihr mal einen Daumen hoch da lassen, wenn euch gefallen hat. Einen Kommentar könnt ihr auch gerne hinterlassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye. Das war komisch.